Hallo, hier ist der Manchi von Money Monkeys. Die heutige Analyse haben die Seminarteilnehmer erstellt und haben das versucht, so authentisch wie möglich zu machen. Der Sascha hat dann die Analyse angefangen. Die sollten mir das mal erzählen, wie sie es auch verbal formulieren würden für das YouTube-Video. Dann hat der Sascha gesagt: Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für Freitag, Montag, den 24.09., 25.09.? Ich denke, ihr treffend ist das. Also, ich kenne auch keinen, der so oft die Tage durcheinander bringt wie ich. Aber das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, da geht's schon los, ja. Für Montag, den 25. September 2023. Und unser DAX hat am Freitag gerade so einen Kopf oben halten können. Ja, das ist von mir, das haben nicht die Seminarteilnehmer gemacht, das, was ihr jetzt seht. Das haben die Seminarteilnehmer gemacht, das heißt, wir haben ein bisschen ungewohntes Bild vor uns. Sieht alles ein bisschen anders aus. Wir haben über verschiedene Personen, also eigentlich haben alle, die da noch wollten, sich irgendwie mit eingebracht, haben ihre Marken, also wir haben auch die Marken neu gezogen. Die Linien sind jetzt ein bisschen anders wie zu dem, was ich habe. Aber glaubt mir, wenn ich das nicht für richtig empfinden würde, hätte ich es nicht in die Analyse jetzt eingebunden, ja, oder hätte es auch den Leuten dann auskorrigiert. Also, das ist schon auch, das trifft auch schon meine Meinung, was hier gemacht wurde, auch wenn es anders dargestellt ist. Ja, vom Grundprinzip kommt das dem schon recht nah, sieht ein bisschen frischer aus, ein bisschen anderer. Und der Fokus fällt jetzt auch natürlich auf andere Dinge. Ja, also, wenn wir das hier sehen, den Abwärtstrend, den hatten wir so nie drinnen, da haben wir nie drüber gesprochen, könnte sogar ein fallendes Dreieck vielleicht werden. Haben wir hier jetzt auch drüber gesprochen, wenn natürlich dieser Abwärtstrend dann bricht. Weil er wird hier noch ein drittes Mal angelaufen. Hätten wir hier oben Bewegungsziele in die 16.115, war es glaube ich, rein, bis 16.250, ja, in diesem Gap-Bereich. Was hatten wir, haben die Seminarteilnehmer hergeleitet. Ist auch vollkommen richtig, stehe ich auch dahinter. Dann haben sie festgestellt, dass wir ja hier einen Doppelboden, beziehungsweise vielleicht auch einen Dreifachboden bekommen können. Das heißt, wenn unser DAX nach oben treibt, hätte durchaus das Zeug eben wieder bis zu diesem Kanal oder bis zu diesem Trend erstmal so gehen, müsste sich dann dort beweisen, was bedeuten würde, wenn unser DAX sich Montag gut macht und gut auftritt und auch hier über eine 600 drüber geht, deutlich drüber geht, hat er durchaus das Zeug hier wieder in die 15.800 reinzusteigen im Wochenverlauf. Ja, da sollte man mal ein bisschen genauer hingucken, wie das sich jetzt so macht, denn wenn er das nicht macht und er geht da unten raus, hat er ganz schön Risiko noch drin. Ja, und das ist nicht vom Tisch. Heißt jetzt nicht, der muss jetzt hier brachial in die Knie gehen, aber so wie die Jungs das hier gezeichnet haben, hat er definitiv Platz, bis in 15.000 runterzuschreiten. Ja, vielleicht da sogar noch mal kurz runter zu gehen. Wir haben hier im Bereich um 3,60 markiert bekommen von unseren Seminarteilnehmern, dass hier noch ein wichtiges Gap ist bei 3,60. Da würde sich auch für so einen Fehlausbruch eignen. Da schnell so drunter stechen und wieder hoch, das wäre noch okay, wenn er dann eben schnell ankommt und nach oben. Ja, aber tendenziell sollte man davon ausgehen, dass wenn der Doppelboden hier eben bricht, der Markt sich darunter etablieren kann und dann die beiden Gaps hier noch zumacht, vielleicht einen kleinen Tacken noch drunter hackt und dann wieder hochkommt. Ja, also das erstmal ausspielt und sollte das nicht machen und hier sogar drunter gehen in den nächsten Tagen, dann muss man wirklich sagen, in den nächsten Tagen, das wird ja nicht für den Montag jetzt relevant, sondern in den nächsten Tagen auch unter 15.000 fallen, können sogar hier mal Aufwärtstrendlinie anrennen, die dann schon fast im Bereich um 14.500 liegt. Also habt das ein bisschen vor Augen, wenn unser DAX sich hier jetzt nicht gezügelt kriegt und den Kopf nicht über Wasser halten kann, erinnert euch hier ans Titelbild, ja, kann das ganz schön übel werden. So, die Jungs haben auch auf 2-Stunden-Chart ein bisschen noch was reingezeichnet oder ein bisschen was abgeändert, ein bisschen was ergänzt. Insbesondere die zwei Kästchen wollten wir gerne drin lassen. Sind auch zu einem Entschluss gekommen, dass von der Aufwärtsbewegung wir auf jeden Fall das bekommen haben, was wir am Freitag sehen wollten. Wir haben am Freitag gesagt, wenn der Markt früh schnell drunter sticht, auf die 460, einmal kurz unter 460 tippt und der macht sich schnell, dann kann der gut und gerne hoch bis 600, kann der gut und gerne hoch bis 840 sogar, haben wir gesagt, erinnert euch. Und er hat es gemacht. Aber er hat es nicht gehalten über den Tag und damit sieht es ziemlich scheiße aus. Es sieht sogar fast so aus, als könnte er direkt nach unten. Und da haben die Seminarteilnehmer hier eben abgeleitet, wenn der jetzt direkt nach unten geht, dann wird er wahrscheinlich Richtung 360 schießen und das Gap zu machen auf direktem Wege. Ja, sollte der sich gedreht bekommen, hier oben haben wir rausgelesen, dass er möglicherweise nochmal Richtung 635 ansteigt, also Richtung 635, 600. Aber man hier eben ein bisschen vorsichtig sein soll mit zu früh Long, weil er ist dann noch am Abwärtstrend.
Und auch weil hier das letzte Tief von unten markant anstoßen würde, könnte hier auch eine kleine ABC als Gegenpart zur Abwärtswelle hier stellen und von dort dann nochmal eine, die Teilnehmer wollten dann gerne mit den Kästchen arbeiten, hier ist auch vollkommen okay, noch eine dritte Abwärtswelle nach unten treten kann, ne, Richtung sogar dann 15.300, wenn er das so spielt. Ja, könnte das theoretisch auch so machen, wäre mir persönlich aber dann zu kurz vom Gegenlauf her. Ja, aber dass wir es einfach ein bisschen vor Augen haben, unser DAX hat hier definitiv noch Risiko. Das Einzige, was er eigentlich positiv aufzuweisen hat, ist, dass er diesen Dreifachboden noch hält. Viel mehr Positives gibt es nicht, ja, zu besprechen. Und er muss am Montag Leistung zeigen. Wie hat er, ich glaube, es war auch der Sascha, gesagt, er muss halt dann auch nach 9:15 Uhr, nach 9:30 Uhr neue Tageshochs stehen und stellen. Ja, muss über 9:30 Uhr, nach 9:30 Uhr neue Tageshochs drücken, schön nach oben arbeiten. Dann kann er sich aus so einer Situation auch wieder rausbefreien. Das hat man auch schon am Freitag gesehen. Der Freitag hatte ja gefühlt noch eine schlechtere Vorlage als der Donnerstag. Ja, und auch der Freitag hat das hingekriegt, sich zu stabilisieren und zu stellen. Ja, gelingt es am Montag ebenso, wie das am Freitag gelungen ist, kommt der einen ganzen Meter weiter hoch und dann eben in die 6, 35.600 wahrscheinlich rein. Und dort müsste man dann wirklich eben gucken, wie verhält er sich. Das wird er wahrscheinlich erst am Dienstag entscheiden. Ja, und dann heißt es hier hopp oder top. Ja, geht er hier drüber, gehen wir 57, 37 Richtung 800 weiter, dreht er sich aber unten ab, kann er von hier auch locker nochmal ein neues Tief reißen und noch so ein drittes Kästchen nach unten blasen. Ja, das soweit die Einschätzung der Seminarteilnehmer vom Online-Seminar. Auch für diejenigen vielleicht nochmal der Hinweis, da hat man jetzt beim Seminar gar nicht drüber gesprochen. Die Aufzeichnung könnt ihr ab voraussichtlich Mittwoch dann einsehen. Ja, das dauert ein bisschen, die jetzt noch zu zerschnippeln. Ich muss mir das auch nochmal abhören, muss nochmal gucken, wo, wie, wer vielleicht verpixelt werden möchte. Dafür muss ich es einmal komplett abgehört haben im Schnelldurchlauf, damit ich sehe, wann, wo, wer, wie dran war, um da eben einen Pixelfilter noch drüber zu legen. Das dauert ein bisschen. Ja, und ich muss es auch gründlich machen, dass ich da keinen vergesse, der das gewünscht hat. Und dementsprechend dauert das dann halt ein bisschen. Und ich würde mal denken, Mittwoch, spätestens Donnerstag sollte ich es hinkriegen, dass wir das dann online reingestellt kriegen. Und dann könnt ihr euch das auch angucken noch. Nochmal. Und verpasste Inhalte vielleicht nachholen. Gut, Freunde. Das soweit dazu. Ja, also unten die zwei Gaps. Bisschen Risiko im Blick halten. Ja, auch das Kästchen hier im Blick behalten. Da ist Potenzial drinne. Nicht nur 50 Punkte zu fallen, sondern kann er wirklich auch ein paar Meter mehr fallen. Deswegen gucken wir uns da sehr genau hin, wie der startet. Ja, weil da wirklich auch ein bisschen was hinterherziehen kann. Ja, gibt auch eine Möglichkeit, das zu vermeiden, aber dafür brauchen wir wirklich einen guten Start. Muss ich hier zügig wieder rauskriegen, den Dreifachboden halten und dann hier oben eben auch nochmal beweisen. Ja, bei 6,35 nochmal beweisen, später dann bei 800 nochmal beweisen. Also aus dem Berg, aus dem Schneider ist er da noch lange nicht. Ja, und gerade fallende Dreiecke und so, wenn es denn eins ist hier, kann auch noch eine Verkeil kann sogar eine bullische Verkeilung werden. Ja, wir gucken mal, wir behalten ihn im Auge. Es ist September, aber ja, muss man an so einer Stelle Risiko einkalkulieren. Wir sind unter der 200-Tage-Linie, also da gehen natürlich auch die ein oder anderen Algos dann auf der Short-Seite ein bisschen aggressiver ran, wie oberhalb der 200-Tage-Linie. Das sollte man auch nicht vergessen, ja. Algosysteme von den Großbanken gehen unter der 200-Tage-Linie, dann gehen die ganzen Short-Systeme an halt, ne, und triggern auch mal neue Tiefs dann mit einer Verkaufsbegleitung durch. Ja, muss man ein bisschen im Kopf behalten. Also, ich mache hier zu. War auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Hat mir viel Spaß gemacht mit den Teilnehmern. Haben sich viel Mühe gegeben, gut mit eingebunden, gut mitgearbeitet. Und bin guter Dinge, dass einige ihren Weg finden werden in die Profitabilität. Bei manchen habe ich sogar das Gefühl, die sind da schon. Ja, da kommt jetzt noch der letzte Feinschliff dazu, dass man einmal ein bisschen Verluste rauskriegt, ja, dass man dadurch schon auch einen Gewinn steigert. Vielleicht der eine oder andere noch ein Setup mit dazu nimmt, aber bin ganz guter Dinge. Einen guten Eindruck, haben das auch schön gemacht, mir gezeigt, dass sie es verstanden haben. Also bin sehr zufrieden. Hoffe, die Seminarteilnehmer sind es auch, aber Feedback war jetzt erstmal positiv. Jetzt guckt mal, was ihr draus macht. Macht es ordentlich. Ja, haltet euch an das, was ich gesagt habe. Habt es ernst gemeint. Ja, jetzt geht die Arbeit los. Die Psychologie. Ja, Fachwissen ist das eine. Jetzt geht das Arbeiten an der eigenen Psyche los. Jetzt musst du das auch umsetzen, dich dran halten und auch die Regeln und insbesondere auch ja diese Fehler, die man macht. Ja, da an der Stelle angehen, wo ich es gezeigt habe,
dass man es eben auch rauskriegt. Aber ihr kriegt das hin, drückt euch die Daumen und bin auch immer da, habe ich euch auch vorhin gesagt. Ja, schreibt mir ein Mail, wenn ihr irgendwo ein Problem kriegt und kriegen das schon hin. Also, ich wünsche euch Spaß, schönen Montag, viel Erfolg und dann geht's morgen weiter für die Analyse zum Dienstag. Bis dahin, tschüss.